Und willkommen zum letzten Titelkampf des heutigen Abends. Time for the last title fight, WBC International Silver Light Heavyweight Title. And the title is vacant. Ein vakanter Titel angesetzt auf 10 Runden im Halbschwergewicht. WBC Internationaler Silbergürtel. Und ich rufe in den Ring aus der Türkei für Arena Box Promotion mit Promoter Ahmet Öner, Serhat Güler. Herzlich willkommen, welcome, Serhat Güler! Und nun kommen wir zu dem Mann in der roten Ecke. In Deutschland alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Und er will mehr als alles andere genau diesen vakanten Titel. And he's fighting for the title for the WBC International Silver Lightweight title. And I call to the ring. The boxer from Germany, Frankfurt. Welcome, Leon Boom. Der einzige Rapper, der noch in Essen ist. Jungs wie ich können vergeben, doch vergessen nicht. Nimm den Safe mit deinem Lächeln mit. Und du kannst safe sein, dass der Safe Safe nicht der letzte ist. Jeder Art des Rückenrapper denken, sie sind safe. Promophase startet, holt die Echte aus dem Safe. Ich geh rein für ein paar Jahre, alle wissen, ich bin safe. Ich geh rein für ein Safe, ich komm raus mit einem Safe. Rückenrapper denken, sie sind safe. Promophase startet, holt die Echte aus dem Safe. Ich geh rein für ein paar Jahre, alle wissen, ich bin safe. Ich geh rein für ein Safe, ich komm raus mit deinem. Nur so lange Männer, bis die Waffe klickt. Connect. Herzlich willkommen, welcome, Leon Boom. Meine Damen und Herren, bitte heben Sie sich für die Nationalhymnen. Please stand up for the national anthems. And we start with the national anthem of Turkey. Nationalhymne.
Herzlichen Dank, thank you very much. And now the officials, WBC Supervisor, Mr. Mauro Betti from Italy, BWB Supervisor Chris Rosen from Germany, Promoter Ismail Özen, Otto Matchmaker Marlon Esteban, and now the judges, die Punktrichter, Massimo Barovecchio from Italy, Irene Kostenko from Germany, and Jürgen Langers also from Germany. Und eines, und da bitte ich um einen riesengroßen Applaus, I wish a big hand for a real legend. Eine wahre Legende steht heute Abend hier im Ring. Er ist in der Boxing Hall of Fame. Er hat Kämpfe geleitet von Mike Tyson, von Evander Holyfield. Er hat Kämpfe geleitet von Canelo Alvarez und allen Großen, die es in diesem Sport gibt. Herzlich willkommen, welcome from Detroit, USA, the referee in charge of the ring, Frank Gaza. Und wenn wir schon gerade bei Legenden sind, der Mann, der den ganzen Abend kommentiert, über 1000 Boxkämpfe für so gut wie alle Fernsehsender hat er kommentiert, ebenfalls aus den USA, aus Las Vegas und auch aus New York. Herzlich willkommen, Matthias, the Voice Preuss. And now we go to the fighters. We start with a fighter in the blue corner. He's 26 years old, 1 meter 67 and 79.2 kilograms. He has two fights professional, but he has more than 100 amateur fights. And he is hot for the title. Er hat zwei Profikämpfe, aber über 100 Amateurkämpfe. Und er will diesen Kampf. Und er tritt an gegen den stärksten Mittelgewichtler in Deutschland. Welcome from Arena Box Promotion mit Promoter Ahmet Öner from Turkey, Sehat Güler. Und unser Boxer in der roten Ecke, der Boxer in the red corner, 30 Jahre alt, 1,81 Meter groß, 78,6 Kilogramm schwer, 20 Kämpfe, 19 Siege, 10 davon durch Knockout. And now the boxer in the red corner, 30 years, 1,81 Meter, 78.6 Kilograms, the fight stats, 20 fights, 19 victories, 10 by the way of knockout. Und there's the box promotion with Ismail Özen, Otto, he's the promoter. Thank you very much and welcome from Frankfurt, Germany, Leon Boom! Der Kampf ist angesetzt auf 10 Runden, 10 Rounds of Boxing. Die Boxer zerbitten die Boxers to the center. Gentlemen, I already spoke to you in the dressing room. I want a good clean bout. When I say stop, that means stop. Don't throw any more punches. Obey my commands, keep your punches up, touch gloves, come out at the bell, may the best man win. My love and ladies and gentlemen, box fans all over the world, it's time for the main fight for tonight's evening. The box is all ready, so let the fights begin. Leon Boone in der schwarzen Hose hat seine erste große Chance in seinem Boxerleben nicht genutzt. Im Kampf um die IBO-Weltmeisterschaft verlor er vorzeitig Runde 6 gegen den Iren Patrick McCrory. Und lange kaute er an dieser Niederlage herum. Ein Kampf, bei dem viele schiefgehen. Terminverschiebung, kurzfristige Trainerwechsel und in Runde 2 ein Schlag auf den Hinterkopf. Boone seit diesem Zeitpunkt kann mich an nichts mehr erinnern. Entsprechend dann auch die Leistung bis zum Ende des Kampfes in Runde 6. Boone ging dann nochmal in sich, entschloss sich, es nochmal zu probieren. Er möchte nochmal ganz nach oben kommen, ein wichtiger Schritt heute. Also für ihn in der Rangliste, wollte eigentlich gegen Rostam Ibrahim aus Essen antreten. Der hat sich allerdings eine schwere Rippenverletzung zugezogen und ist erstmal außer Gefecht. Und dann hat Ahmet Öner gesagt, okay, komm, dann zeig mal dein Können gegen Sehat Güler. Hat allerdings erst zwei Profikämpfe, aber guter Amateur und gefährlicher Mann. Sehr, sehr talentiert sein. Stammt aus Istanbul, der 26-Jährige. Nummer 3 in der Türkei im Supermittelgewicht allerdings, nicht im Halbschwergewicht, hinter Cem Kilic, der inzwischen in Kalifornien lebt und 17 seiner 18 Kämpfe gewonnen hat. Und hinter Serkay Komat aus Frankfurt am Main, der hat 5:0 Kampfrekord.
zuletzt starker Sieg über den Polen, Robert Talarek. Also auch in der Türkei tut sich da einiges im Profiboxen. Oh, da muss auch runter, Leon Bohn. Geht denn schon wieder los? Wird angezählt. Von Frank Gasa. Ganz trocken abgezogen, der Junge. Oh, wie hat er das Ding weggesteckt? Jetzt erstmal gute Aktion vom Bohn. Der hat einen strammen Schlag. Ja, wieder. Gute Kombination. Rechts Außenbahn, rechts Innenbahn. Oh, und noch wieder runter. Eine linke. Wenn er den Kampf jetzt verliert, also der ist ja wackelig auf dem Bein. Gibt der Gasser den nochmal frei. Ja, gibt ihn nochmal frei. Und dann haben wir noch 10 Sekunden. Aufwärts sagen, eieieiei. Ach du liebes Bisschen, das taumelt er vor dem Bühler herum. Und die Beine sind wackelig von Leon. In der Ecke jetzt haben, da ist einiges zu tun bei Leon Bund, der Valentin Cilagi und Guido Kutter, der Cutman. Aber ob wir für den nochmal auf Vordermann bringen, ich weiß nicht. Der macht auf alle Fälle hier wieder genauso einen zerschossenen Eindruck wie gegen McCrory. Und jetzt hat er keinen auf den Hinterkopf bekommen. Das waren einfach alle saubere Treffer, die werden wir gleich nochmal in Zeitlupe sehen. Dieter Kuttler hier mit dem Moab Dallah T-Shirt. Ja, ich würde gerne nochmal den ersten Knockdown sehen. So, Achtung. Aufwärtshaken. Ja, die linke zum Kopf. Ja, also die Schläfe gestrichen. Ja, war eine schöne Rechte. Ja, war ja. Weiß ich gar nicht, ob es die erste war, aber alle Fälle. Ja, das war die. Jetzt muss er sich irgendwas einfallen lassen. Wenn er jetzt hier nochmal offen in diese Dinger reinmarschiert von diesem Bühler, dann ist ja, denke ich mal, die Sache gegessen. Starker Auftritt hier des Jürgen. Was ist mit dem Bund los? Der war doch mal auf so einem guten Weg. Das kassiert er hier schon wieder. Körpertreffer, Aufwärtshaken. Meine Herren, er kommt durch, wie er es braucht. Rechte. David Schuko hat mir gerade eine Mail geschickt. Sein Sohn Emre möchte gerne den Sieger boxen, ja? Ja. Wäre ja auch mal eine interessante Sache. Nur mal so nebenbei. Jetzt hat er erstmal alle Fäuste voll zu tun, der Boden. Da, wieder die linke, ganz kurz drin. Rechte, Aufwärtshaken. Ich glaube, der Gasa macht Schluss, wenn er das nochmal abtaucht. Also er wirft jetzt alles in die Waagschale, der Boden. Gefährlich. Und da wackelt er schon wieder. Er muss sich hier nochmal fassen nach der harten ersten Runde. Schöne Rechte. Also als ob er alles verlernt hätte, ehrlich gesagt. Da boxt er auf die Brust, da lässt er die linke hängen und dann zack, zack, kommt da der Bühler. Na, wenn er die Runde übersteht hier, dann hat er wirklich mal ein kleines Erfolgserlebnis. Ja, ich muss sagen, in der zweiten Runde wirkt der Güler aber auf jeden Fall deutlich langsamer als in der ersten. Ja, der wartet auf seine Chance. Was war das? Ein Hinterkopf? Kann man sich nicht vorstellen, dass der Güler nach 1,5 Runden hier keine Luft mehr hat. Nee, das will ich gar nicht sagen, aber der... Da, jetzt kommt er wieder durch. Oh, oh, die linke zum Kopf. Da wackelt er.
aufwärtshaken. Dieser linke Haken, der ist brandgefährlich, ja, da vom Güler. Und der aufwärtshaken. Nein, das ist, glaube ich, auch eher genau wie du sagst. Der Güler wartet auf seinen Moment. Das macht er ganz routiniert eigentlich. Dafür, dass er zwei Profikämpfer hat. Ja. Also muss man schon sagen, zwei Runden und drei Punkte Vorsprung für Güler. Schön stark. Toller Erfolg, ich meine, das muss man auch mal sagen, bei seinem Profidebüt über den starken Niederländer Chico Quasi. Der hat immerhin gegen Rostam Ibrahim ein Unentschieden erreicht. Und dann K.O. zweite Runde gegen den Georgier Nikolosi Viniashvili. Okay, da konnte man davon ausgehen. Also bislang ganz, ganz starke Leistung hier von Serhat Güler. Ahmed Öhn hat gesagt, wenn der heute gewinnt, dann geht er wieder zurück ins Supermittelgewicht. Dann bleibt nicht im Schwerg. Und hier war die Linke. Die hat ihn doch richtig schön durchgebackelt. Und der macht das sich dann einen Eindruck, als ob er dem Bund da unbedingt was schenken will. Da geht er erschlossen wieder rein. Gut ist natürlich auch, wenn du gleich so Erfolgserlebnisse am Anfang hast, dann weißt du auch, wie es funktioniert hier. Und der Bund hat natürlich riesen Respekt jetzt. Ja. Also, dass er überhaupt nochmal gekommen ist, der Bund, das war schon mal nicht schlecht. Aber in der zweiten Runde hat er auch schon wieder gewackelt. Ja, ich habe die Amateurkarriere von dem Serhat Güler nicht ganz auf dem Schirm. Von wem? Vielleicht von dem Serhat Güler. Aber kann mir vorstellen, dass Leon vielleicht durch seine Profi-Erfahrung das Blatt nochmal wenden könnte. Also der hat bei der Olympia-Qualifikation für Japan eigentlich hat er fast schon geschafft gehabt, dann hat er Corona bekommen, dann war die Kiste für ihn erledigt. Mhm. Und hat auch gegen starke Leute geboxt wie Roniel Iglesias, zweifacher Olympiasieger und Weltmeister, besiegte US-Meister Troy Isley, der inzwischen auch bei den Profis ist und alle seine neuen Kämpfe gewonnen hat. Also der hat schon klasse Erfolge, viele Turniere gewonnen. In der Türkei sowieso unschlagbar. Ja, man sieht's. Also, der boxt alles andere als amateurhaft, ne? Ja, ja. 100%. Boden hat sich jetzt gefangen, aber er muss nach wie vor aufpassen. Seine Deckung ist offen. Ich finde tatsächlich, aber in der dritten Runde gefällt mir Leon Gumbis jetzt besser. Wäre natürlich auch mal eine Nummer für den Bund, wenn er den auch mal runterkriegen würde, dann wird der Abstand mal ein bisschen kleiner werden. Aber das sieht alles andere als danach aus. Gute Rechte vom Boden. Nochmal ein guter Treffer. Na, vielleicht kommt er ja jetzt. Ne, kriegt er schon wieder die Rechte. Aber das war jetzt seine beste Runde, die er bislang gezeigt hat. Sehr schöne Runde. Und vielleicht hat er ja seine Krise jetzt ja überwunden. Valentin Chilagi hier, Ismail Ösen Otto. Alle quatschen sich natürlich auf ihn ein, was auch nicht einfach ist.
Ist natürlich auch ein Prestige-Ding zwischen Öder und Ismail Özen Otto. Klar. Tino Kutscher. Vierte Runde. Ja, der Bund hat sich jetzt besser auf ihn eingestellt, auf alle Fälle. Oh. Aber ich meine, die drei Punkte, die musst du erstmal aufholen. Und ich denke, die dritte Runde hat auch noch gewonnen, der Güler. Also da liegt er schon stramm nach Punkten hinten. Weggerutscht. Oh, das hängt er wieder. Also die Haken, die sind schon brandgefährlich. Ja, nicht drücken und schlagen, okay. Ja, ja. Das kannst du beim Gaza nicht machen. Der linke Haken von Zed Güler kommt sehr, sehr gut. Macht Druck. Also schon lange nicht mehr so einen guten dicken Haken gesehen wie den von Güler. Schöne Aktion vom Bund aber auch. Alte Bund macht das jetzt besser. Schöne Linke da zum Kopf. Ja. Der hat sich gut in den Kampf gefunden mittlerweile. Würde ihm auch die vierte Runde hier geben. Ja, die Runde geht auf alle Fälle an Leon Bund. Das kann hier nochmal spannend werden. Chilagi scheint da auch zufrieden zu sein. Ja. Aber da muss noch einiges passieren, bis der Leon Bund sich da wieder rangerobbt hat an den Serhat Güler. Ja. Profi seit 2016, der Bund. 2019 K.O.-Sieg über Leon Hart um den IBF International im Halbschwergewicht. Punktsieg über Enrico Kölling. 2020 Punktsieg über den Finnen Timo Lahine. Da hat er schon ganz gute Leute besiegt und auch klar besiegt. Und dann kam dieser vertrackte Kampf dagegen den Iren Patrick McRory, der eigentlich den Höhepunkt seiner Karriere darstellen sollte, und das hat ihn ganz schön in den Zahn gezogen. Schöner linker Haken immer wieder.
Man hat bei dem Güler einfach immer jederzeit das Gefühl, wenn er nochmal richtig durchkommt, dann war es das. Ja, ich würde Güler auch hier auf jeden Fall die härteren Powerpunches zuordnen. Aber Leon Bunn mittlerweile ein bisschen aktiver. Naja, auf alle Fälle. Also, das hat er gut weggesteckt, nachdem ich ihn da schon abgeschrieben hatte. Ja, seine Deckung steht gut. Sein Movement im Körper und Kopf auch stabil. Dann hat er noch genug Runden, ne? Dann sind wir noch fünf. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter und schöner Kampf bis jetzt. Schön anzusehen. Ja, das war doch früher seine Stärke, diese Doppeldeckung da, dass man nicht durchkommt. Ja, diese Haken von Güler, die treffen nicht das Kinn, aber streifen immer mal so den oberen Kopf von Leon Bunn. After the fourth round, it's open scoring. WBC rules and the judges scored 38-36, 40-34, 38-36, all for the blue corner. Nach der vierten Runde, open scoring nach WBC, 38-36, 40-34 und 38-36, alle für die blaue Ecke. Also 38, 36 erschließt mir jetzt ehrlich gesagt nicht auf vier Runden. Der war dreimal am Boden. Ne? Ja. Das war einmal eine 10-7er Runde, eine 10-8er Runde. Die dritte hat er auch gewonnen für mich. Runde 6, Round 6. Und dann ist es 2 Punkte Abstand. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Ehrlich gesagt. Naja. Gottes Wege sind manchmal kompliziert. Da stimme ich dir zu. Aber auf jeden Fall großen Respekt an Leon Bunn, ne, dass er sich hier wieder in den Kampf gefunden hat. Absolut, ja klar. Will mir auch nichts Böses, aber 2 Punkte Abstand nur. Aber da sieht man mal, wenn er jetzt hier ein paar Runden gewinnt noch, dann ist er wieder dran. Ja. Wird hier immer stärker von Runde zu Runde. Aber der Güler immer brandgefährlich. Schöner Bodyshot. Alma Serhat, alma oğlum. Haydi oğlum. Son 4 round. Ja, die Runde gestaltet er wieder gut, der Leon Bunn. Macht er richtig stark, kommt immer besser in Schwung hier. Und der Güler, ich meine, das darf man auch nicht vergessen, er ist noch nie 10 Runden gegangen. Ne? Ja, ja. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Ne? Also Leon Bunn kann hier auf jeden Fall den Sack durch seine Erfahrung zumachen. Aber wir haben ja noch 5 Runden vor uns. Jetzt stellt er ihn hier immer mal. Stärker, Leon Bunn. Ja. Und jetzt macht sich ja doch da mal seine Routine bemerkbar. Ich meine, man darf nicht vergessen, 20 Kämpfe, 19 gewonnen, einen einzigen verloren. Fast jetzt den zweiten, aber da hat er sich jetzt berappelt und Maschinchen läuft. Yeah.
Ja, wirkt nach 6 Runden auf jeden Fall noch mal ein bisschen fitter auf mich. Schneller. Ja, auf alle Fälle. Hat es hier den Turbo eingelegt. Und Bühler kommt schon lange nicht mehr so klar durch, wie er das in den ersten beiden Runden geschafft hat. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass Bund dann nochmal so zurückkommt, aber gut. Noch 4 Runden. Ja, also wenn der Leon Bund jetzt weiter noch die nächsten Runden für sich entscheiden kann, dann wird es auf jeden Fall spannend, was das Urteil angeht, sollte es über die Zeit gehen. Wie du schon sagtest, Güler niemals über 10 Runden gegangen. Das kann hier ausschlaggebend sein in dem Kampf. Schon gleich halb eins, 6,5 Stunden Boxen und immer noch ist kein Ende in sich. Ja, also die Fight Night kommen mir auch sehr, sehr lange vor. Also muss man sich schon nächstes Mal überlegen, ob man da nicht den einen oder anderen Vorkampf da streicht. Ja. Oder noch mehr in den Nachmittag reinzieht. Ist ja auch ein bisschen blöd für die Kämpfer, vor allem bei so einem wichtigen Kampf. Naja, klar. Dann um diese Uhrzeit zu kämpfen. Ja. Ich hatte schon gesehen, der Leon Bohn hat sich schon vor 2 Stunden warm gemacht, gefühlt. Jetzt in der 7. dreht Güler noch mal ein bisschen auf. Fordert hier Schläge vom Bund. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das ist immer Quatsch. Das zeigt auch, dass man getroffen worden ist. So, hier schießt die linke Schulter schnell ab, ist der Boden. So, schöner Konter von Leon Bohn. Er hat jetzt immer eine Hand mehr drin in der Bohn. Ja. Die Kulte kann man ihm auch geben. Ja. Und so langsam, wenn ich mir dieses Open Scoring da anschaue, hat er die Sache ausgeglichen. Zumindest die beiden 38, 36. Ja, wenn er noch 2 Runden macht, dann könnte er hier auch den Kampf mit nach Hause nehmen. Hat ja eine ganze Reihe an Trainern hinter sich, der Leon Bohn. Lange Jahre. Sein Vater Ralf, danach Uli Wegner, der von ihm schwärmt, dann Georg Bramowski,
Zsoltár Lonka, Conny Mittermeier und heute ist es Valentin Shilagi. Elfmal war er Hessenmeister, 2010 schon deutscher Jugendmeister, 2014 Vizemeister, also wegen eines aufgeplatzten Cuts, dass er sich im Halbfinale zugezogen hat, nicht im Finale antreten konnte, 2015 dann deutscher Meister und Chemiepokalsieger, davor auch noch mit dem SV Sandhausen deutscher Mannschaftsmeister, ja, schöne Erfolge gefeiert bei den Amateuren. Schöne Rechte hier von Leon Bohm. Und der Jab, der immer wieder trifft. Aber Güler lässt auch nicht locker. Oh! Nee, weggerutscht. Zeigt da ganz klar an, der Geißer. Ja. Sah auch für mich ein bisschen wackelig aus. Also jetzt noch ein Niederschlag, ich glaube, dann war es das für Boden. Ja, ich glaube schon, dass der Leon Bohm gerade ein bisschen verletzt hat mit der Aktion. Gut, 2-3 Treffer wieder beim Boden. Ja, ist alles nicht mehr so flüssig, alles nicht mehr so zwingend, was der sehr Güler da macht. So, viele Leon-Anfeuerungsrufe und er kommt und liefert ihr richtig gut ab jetzt in den letzten Runden. Nein, und egal wie das ausgeht für den Güler, alle für eine klasse Leistung von ihm. Auf jeden Fall. Und ordentlich was an Erfahrung gesammelt hier in diesem Kampf. Ist er ja auch eingesprungen für Rostam Ibrahim. Der daraufhin den Titel vakant hat, oder? Ja, die vertragte erste Runde, da hat er gepennt, der Bund. Neunte Runde, noch zwei. Ja, und die Runde war eine knappe, ne? Also je nachdem, wie die Judges das gewertet haben, ob das ein Niederschlag für die war oder nicht. Vielleicht sehen wir die Sequenz ja nochmal. So, da waren mal die Zähne, als er ausgerutscht ist, der Leon Bohm. Dann sofort ja die gute Antwort, Innenbahn, zwei Hände zum Gesicht von Serhat Güler. So, zwei Runden. Wenn er sich die beiden noch holt, der Bohm, da bin ich mal gespannt, wie die Punktrichter das so sehen werden, müssen ja auch gleich jetzt hier nochmal Open Scoring kommen. Schöne Rechte. Ganz sympathischer Bursche, der Leon Bohm. Auf jeden Fall.
Sehr, sehr höflich, sehr netter Junge. Also ich kann jetzt oben das Korn schon mal vorwegnehmen. Oh. Nach 8 Runden, 2 Punktrichter haben den Kampf unentschieden. Und einer hat 78-72. Also so kann man das sehen. Ne? Also, wer die letzten beiden Runden gewinnt, der hat den Kampf gewonnen, 2-1. Wobei ich nochmal sage, nach den ersten 4 Runden war das für mich alles zu knapp. Nachdem er da 3-mal am Boden war, der Bund. Also okay. Steht mal so jetzt bei den Punktrichtern. Und dann warten wir mal ab, wie die letzten beiden Runden hier noch bewertet werden. 40 Sekunden haben wir noch. Kampf nach wie vor intensiv, nach wie vor schnell. Und der Bund ist nach wie vor gut auf dem Bein. Aber dafür seinen ersten 10-Runden-Kampf macht das natürlich der Serhat Güler auch ausgezeichnet. Auf jeden Fall. Also, wenn der Bund heute verliert, wird es eng mit seiner weiteren Karriere. Da bin ich mir ziemlich sicher. Unentschieden kann da nochmal retten. Und der Güler, der wird da auf alle Fälle Positives rausziehen aus dem Kampf. Ja, knappe Runde, würde ich sagen, ne? Ja, knappe Runde. So. Open Scoring after round number 8. Das Open Scoring nach der 8. Runde. Punktrichter A wertet 75-75. Punktrichter B wertet 78-72 für die blaue Ecke. Und Punktrichter C wertet ebenfalls 75-75. So Judge A, 75-75. Judge B, 78-72 for the blue corner and Judge C, 75-75. Ja, nach wie vor zwei Punktrichter da knapp unterwegs und der eine, der hat die ganze Kiste ja mit 6 Punkten für Güler. Auch ein sattes Brett. Aber macht nichts, wenn der Bund sich jetzt die letzten beiden Runden holt, dann sind zwei Punktrichter für ihn. Wenn einer eine Runde gewinnt, der Güler eine, dann bleibt es unentschieden. So, die 9. Runde, die war knapp. Ja. Tendiere in der 9. sogar fast eher zu Güler. Ich sage, ich tendiere in der 9. Runde sogar eher zu Güler. Aber war sehr, sehr knapp. Ne? Also ich würde sagen, kann man beiden geben. Jetzt muss er aufpassen, der Leon Bund. Dass er nicht nochmal auf dem Hosenboden landet. Gut, die rechte. Starker Kampf, das muss man schon sagen. Mit allem, was man so braucht. Niederschlägen, Comeback. Und jetzt wackelt er der Boden. Oi, wieder harte Treffer. Und jetzt zieht er voll durch. Der Boden bleibt nach wie vor stehen. Aber wie lange noch? Und da kommt der Tag und der Kampf dürfte entschieden sein. Da hat er nochmal alles ausgepackt, der Serhat Güler. Und Boden hat sich da wirklich ganz, ganz stark rangekämpft. Und dann diese schwere K.O. Tito Kutter sofort bei mit Eis und Beatrix Rautzus. Bemüht sich da am Leon Bund. Herrgott, nochmal in der letzten Runde fängt er sich nochmal für einen. Aber so ist es halt im Boxen. Schweres K.O. und starke Leistung nach wie vor von Serhat Güler. Und jetzt muss er erstmal das Schemelchen her, damit er
Liam Bund sich da ausruhen kann. Das wird erstmal untersucht. Ich denke, der wird gleich ins Krankenhaus gebracht werden und hier mal eine Gehirnuntersuchung vorgenommen. War das ein Schlag? Noch mal hier kurz vor Schluss. Jetzt gucken wir uns auch noch mal in Zeitlupe an. Also da hat er wirklich, wir haben gedacht, wir sind noch nie 10 Runden gegangen, da wird hinten raus eng, war es ja dann auch. Und dann dreht er da in der 10. Runde noch mal das Ding ja zum Kopf. Und dann hat er ja 3, 4, 5 Mal hintereinander getroffen. Und muss ich ja mal, ich glaube, das war es für Leon Bund, dass seine Box noch mal irgendwas macht. Keine Ahnung, aber es hat 2 knallharte K.O.s. Hier. Da kommt er noch mal hoch. So, und dann er hat's versucht, die Rechte da zum Kopf aufwärts haken. Da wackelt er noch mal vor ihm hin und dann kam dann die Linke. Ja. Und die ist einfach brutal. Die Linke ist dieser linke Haken. Ja. Und das war's. Damit ist nicht zu spaßen. Tut mir echt leid. Total netter Kerl, der Bund. Sehr, sehr netter Junge. Leon Bund auf jeden Fall. Auf einem guten Weg. Lange Zeit in seiner Karriere und dann, ja, jetzt die Niederlage. Oi. Den wird die auch nicht an den Kopf kriegen. Wahnsinn. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Urteilsverkündung. The results. Winner by knockout in the 10th round after 1 minute and 10 seconds. A new WBC International Silver Light Heavyweight Champion. Congrats, Serhat Güler! Und riesengroßen Applaus an den Unterlegenen. Gratulation, Leon Bund!